Die deutsche Wirtschaft hat ein Problem, das sich immer mehr zuspitzt. IT-Fachkräfte fehlen an allen Ecken und Enden. Wir wollen über Wege aus dieser Misere reden. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Foundry Tech Talk. Mein Name ist Heinrich Faske. Ich bin der Chefredakteur von Computerwoche und dem CIO Magazin. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für ein Thema, das in unserem Markt wohl wirklich allen auf den Nägeln brennt im Moment. Das ist der Mangel an gut ausgebildeten IT-Nachwuchs. Und mein Gast zu diesem Thema ist heute Kimberly Maucher-Lynch. Sie kommt von der Firma Workday und ist dort Head of Talent Acquisition Sales EMEA. Kimberly, das ist ein langer Titel. Was bedeutet der denn eigentlich? Das heißt, ich bin verantwortlich für das gesamte Talentakquise für unseren Sales-Bereich in Europa, Nahost und Afrika. Okay, vielleicht kannst du uns noch ein paar Takte zur Firma Workday sagen. Ich meine, man kennt das Unternehmen als einen Anbieter von Business-Software, aber ich glaube, die Wurzeln, die liegen genau in diesem Bereich Personal, ne? Ganz genau. Also Workday ist ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen. Kimberly, kommen wir erstmal zu einer Einschätzung der Situation. Wie extrem ist denn nun eigentlich der Wettbewerb um die besten Talente aus deiner Sicht? Ich würde es so schildern. Wir haben auf jeden Fall einen Wandel, was die Arbeitswelt nachhaltig verändert. Wir hatten eine sehr besondere Situation die letzten 2 Jahren, wo vieles, was wir bisher gekannt haben, komplett auf den Kopf gestellt wurde. Wir hatten die Pandemie, wir hatten die Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Homeoffice, wir hatten gesellschaftliche Ereignisse, die unser Fokus auf Gerechtigkeit gerichtet haben. Und wir hatten auch technologische und andere Entwicklungen, die es im Prinzip noch nie so einfach gemacht haben, dass Talente sich informieren können über verschiedene Unternehmen und Career-Möglichkeiten. Und durch das alles, also wir haben uns verändert, wir als Talente, und auch die Arbeitgeber haben sich verändert und auch die Industrien. Und das alles hat einen akuten Wettbewerb um Talente und einen Neustart der Wirtschaft ausgelöst. Und letztendlich auch eine erhebliche Fluktuation, da Talente überdenken, was sie von ihrer Karriere und auch von ihren Arbeitgebern brauchen und erwarten. Und aus meiner Sicht, dieser Shift bringt auch Opportunitäten, also nicht nur Herausforderungen, und ist auch irgendwo eine besondere Chance, den Austausch zu Karriere und Beschäftigung komplett neu zu definieren. Du hast es gerade angedeutet. Haben wir schon so etwas wie einen globalen Wettbewerb um Talente? Oder ist das eher in der Theorie im Moment der Fall? Du hast es ja gerade gesagt, wir haben durch Homeoffice und Remote Work eine komplett neue Situation. Theoretisch könnten wir rund um den Globus Leute heiraten, die wir brauchen. Passiert das schon? Ist dieser globale Wettbewerb schon entfacht oder stehen wir da noch ganz am Anfang aus deiner Sicht? Es gab schon immer einen Wettbewerb von Fachkräften. Das ist auch zu erwarten in Zukunft und wir werden auch sicher sehen, wie sich das weiterentwickelt. Es gibt auch regelmäßig diverse Studien, die das auch tracken. Was ich aber besonders spannend finde, sind die Chancen, die regionale Unternehmen haben in der aktuellen Lage, um Fachkräfte anzusprechen und zu binden. Durch die Pandemie gab es doch eine gewisse Rückbesinnung auf das Land und das Leben auf dem Land außerhalb von Städten, und größere Unternehmen und auch Mittelstand, die da ansässig sind, sie können auch ein spannendes Angebot an Talente machen. Wir sprechen von Zugang zu Natur, kürzere Pendelwege, was bedeutet mehr Zeit für Hobbys, Familie und. Und das ist eine spannende Entwicklung, die auch viele Möglichkeiten bietet, wenn wir von den Wettbewerben Talente sprechen. Das bietet auch viel mehr Flexibilität. Wenn ich da mal einhaken darf, sind denn die Unternehmen deiner Meinung nach wirklich so weit, dass sie sagen, okay, eigentlich interessiert mich nur das Ziel bzw. das Ergebnis einer Aufgabe, ob jemand tagsüber im Café sitzt oder mit den Kindern auf dem Spielplatz ist oder in der Natur Sport treibt, das ist mir völlig egal. Sind wir schon so weit, dass wir das akzeptieren können und es wirklich nur noch auf Ergebnisse verlassen? Oder sind die Unternehmen da noch nach deiner Meinung in einem Wandel und müssen da erst noch hin? Das ist ein Wandel und es hängt natürlich davon ab, welche Rolle Mitarbeiter haben, ob diese Rolle zu einem bestimmten Standort zugeordnet ist oder ob Kundenkontakt face-to-face ist. Ich sag's mal so, wir haben durch die Pandemie viel Flexibilität entdecken müssen. Und das kann man nicht komplett zurückdrehen. Das ist auf jeden Fall der Fall. Was wir auch sehen, ist eine Zunahme an der Wichtigkeit von Vertrauen
bei der Arbeit? Also du hast gesprochen von Endergebnissen, Resultate. Es geht nicht nur darum, wie viele Stunden man im Büro verbringt oder die Anwesenheit in einem Cubicle zu einer bestimmten Zeit und einen auszustechen zu einer bestimmten Zeit. Vielmehr geht es darum, wie wird die Zusammenarbeit gestaltet? Also wie können Menschen so arbeiten, dass die Resultate bestmöglich geliefert werden? Das kann auch bedeuten, dass Menschen zu unterschiedlichen Zeiten arbeiten und an unterschiedlichen Orten, wenn die Aufgabe dies erlaubt. Das ist auch eine spannende Entwicklung. Mhm. Jetzt wird ja immer ganz gerne in den Unternehmen so auf die Personalabteilung gezeigt, so nach dem Motto, macht mal. Ja? Wir reden dann über Great Resignation und so, den Ausdruck, der geht ja gerade durch alle Medien. Also wir haben sehr hohe Kündigungsraten international, aber teilweise auch hier in Deutschland. Und dann wird dann immer gerne auf die Personalabteilung gezeigt, nach dem Motto, wir müssen attraktiver werden, jetzt kommt mal in Bewegung, überlegt euch mal, was wir tun können. Reicht das aus oder muss sich ein Unternehmen nicht eigentlich komplett anders aufstellen und an der eigenen Kultur arbeiten, um wirklich die Fachkräfte zu erreichen? Vielleicht ein Punkt zu Great Resignation vorab. Das ist wirklich ein Thema, das Arbeitnehmer dringend adressieren müssen, wenn sie in ihren Märkten weiterhin wettbewerbsfähig sein wollen. Also das ist ein Thema auch da, wo es um Kultur geht, wo es darum geht, fühlen sich Mitarbeiter wohl, da ist vieles, was damit verbunden ist. Ich dachte gerade an eine Studie, Heinrich, von Peakon, ein Workday-Unternehmen. Sie haben eine Studie gemacht, das heißt Employee Expectations Report 2021, die Ergebnisse von mehr als 30 Millionen Mitarbeiterkommentare berücksichtigte. Und in dieser Studie wurde zum Beispiel festgestellt, dass fast 60% der Mitarbeiter unmotiviert zur Arbeit kommen. Und das war schon vor der Pandemie so. Und das bedeutet, dass nur 41% der Mitarbeiter aktiv an ihrer Arbeit beteiligt sind. Und wenn wir überlegen, was bedeutet das für Unternehmen, diese Motivationslücke, das kostet Geld, das wirkt sich auf den Shareholder Value aus, Moral im Unternehmen und auch auf die Mitarbeitervergütung, wenn man bedenkt, dass die Gehälter, insbesondere für die Führungskräfte, oft an mittelfristige Unternehmenserfolge und Ziele geknüpft sind. Und das geht natürlich viel weiter. Wir sprechen von Zeitverlust, von Rekrutierung und Weiterbildung, von Ersatzkräften, weniger Kontinuität für Kunden, etc., etc. Aber es muss letztendlich nicht so sein. Also Unternehmen haben die große Chance, ihre Mitarbeiter und ihre Kunden und ihr Aktionär wirklich positiv zu beeinflussen, indem sie in ihren Mitarbeiter und Entwicklung investieren. Und da sind wir bei dem Thema, was kann unsere Personalabteilung tun? Und da gibt es glücklicherweise ein paar Punkte, die Personalabteilung auch anstoßen kann, um eben dieses Thema zu adressieren. Mhm. Zuerst. Jetzt hast du ja das Glück, sage ich mal, ich eigentlich auch, in einem relativ jungen Unternehmen zu arbeiten, wo eine Kultur im Grunde neu entstehen konnte, relativ modern. Aber es gibt eben auch sehr viele Arbeitgeber oder sehr viele Unternehmen, haben eine sehr lange Kultur, alte Kultur und stehen jetzt vor der Herausforderung, sich interessant zu machen für junge Talente. Ist das jetzt ein Nachteil? Haben jetzt jüngere Unternehmen einen Vorteil aus deiner Sicht in diesem Kampf um Talente? Ich finde, es geht gar nicht so sehr darum, ob ein Unternehmen jung oder traditionsreich ist. Ich finde, vielmehr geht es darum zu definieren, was ist unsere Kultur? Für welche Werte stehen wir als Unternehmen und diese Werte auch bewusst nach außen zu tragen, weil auch dieses Thema Werte, wofür steht ein Unternehmen, wird zunehmend wichtig für Talente. Wenn sie überlegen, wer ist ein attraktiver Arbeitgeber, wo will ich arbeiten, wo will ich meine Karriere aufbauen? Und das kann jedes Unternehmen machen. Wichtig ist nur, dass sich ein Unternehmen Gedanken macht, was denen wichtig ist und das wirklich klar darlegt und das auch lebt. Mhm. Wobei natürlich immer die Frage ist, ist das jetzt die große Inszenierung oder ist es wirklich glaubwürdig, was darüber kommt? Ne? Wie sieht es denn aus mit dem Thema Diversity und Inclusion? Ist ja auch im Grunde bei jedem Unternehmen im Moment auf der Agenda, wird aber, glaube ich, auch sehr unterschiedlich gelebt. Welche Rolle spielt das nach deiner Meinung für dieses Thema Arbeitskräfte gewinnen und dann auch halten? Ja, enorm wichtig, enorm wichtig. Die Ereignisse aus den letzten Jahren haben das Gespräch um Vielfalt und Inklusion wirklich sehr persönlich gemacht. Und
die sind Themen, die mittlerweile auch in der C-Suite angekommen sind. Also das ist ein Thema für den Vorstand, das ist ein Thema für die Mitarbeiter, das ist ein Thema für jeden. Und wir wissen, dass Mitarbeiter nicht nur ihre Skills und ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Arbeit bringen, sondern ihr gesamtes Wesen. Das heißt, ihre Erlebnisse, ihre Sorgen, ihre Themen, das legen sie natürlich nicht an der Bürotür ab. Und ich hatte vorher diese Studie erwähnt, Employee Expectations Report 2021. Da sind zwei Zahlen, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind. Also das eine ist zum Thema Kommentare zu Diversity and Inclusion. Im Jahr 2020 sind die Kommentare zu Vielfalt und Inklusion um fast 40% höher gegangen. Und diese Entwicklung ist aus meiner Sicht ein starkes Anzeichen dafür, dass Arbeitnehmer eben eine klare Position zu Vielfalt, Inklusion und Gleichberechtigung erwarten. Und noch interessanter war, dass in 43% der Kommentare zu D&I die Führung oder das Management erwähnt wurde, was natürlich zu der Annahme veranlasst, dass die Mitarbeiter insbesondere diese Signale von ihren Führungskräften sehen möchten. Dann können wir uns fragen, was sagt das? Was bedeutet das? Talente wollen zunehmend wissen, wie ihr Unternehmen zu D&I steht. Und aus meiner Sicht müssen Unternehmen dieser Verantwortung gerecht werden, wenn sie als attraktive Arbeitgeber gesehen werden wollen. Also diese Initiativen in Angriff zu nehmen, ist das eine, aber man muss es ja auch zeigen, ne? Wenn ich neue Talente anwerben will draußen im Markt, dann müssen die ja auch irgendwie erkennen können, dass ich eine Haltung zum Thema D&I habe. Wie geht man da deiner Meinung nach am besten vor? Macht man die Mitarbeiter selbst sozusagen auch zum Sprecher für diese Themen oder wie kann man da vorgehen? Ja, letztendlich sind wir alle dafür verantwortlich, dass unser Arbeitsplatz vielfältig und auch inklusive ist. Das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt. Es reicht natürlich nicht, darüber zu reden, sondern dies zu leben. Und Vielfalt muss mit Inklusion verbunden werden. Also wir sehen das beispielsweise bei der Rekrutierung von Mitarbeitern. Wenn ein Unternehmen sagt, wir wollen divers einstellen, und das tun sie, aber bieten keine Arbeitsumgebung, die inklusive ist, ja, und wo jeder Mitarbeiter authentisch sich selbst sein kann, dann ist es wird ein unproduktiver Kreislauf geschaffen, weil diverse Mitarbeiter werden zwar rekrutiert, aber sie bleiben nicht. Und das Ziel ist natürlich, Diversity und Inclusion wirklich zum Kernwert eines Unternehmens zu machen und das wirklich in Taten umzusetzen. Und es gibt ganz, ganz wunderbar auch hier Studien zu dem Thema, was bedeutet es für ein Unternehmen, wenn sie wirklich ein starkes Commitment zu D&I machen. Also beispielsweise, es gibt ein Harvard Business Review Studie, sehr spannend, sehr spannende Case für D&I. Sie sprechen über, was es bedeutet, wenn ein Unternehmen diese Ziele wirklich als Fokus nehmen. Eine starke Zugehörigkeit war mit einem 50-prozentigen Rückgang des Fluktuationsrisikos und einer 75-prozentigen Reduzierung der Krankheitstage verbunden. Und das sind wirklich starke Zahlen, die belegen, es gibt viele gute Gründe, um Diversity and Inclusion zu investieren. Lass uns mal im Folgenden noch ein bisschen sozusagen konkreter werden im Sinne von, lass uns unseren Zuhörern mal ein paar Ideen oder Tipps mitgeben, was man tun kann. Also ich glaube, allen Unternehmen ist klar, dass sie sich mit dem Thema Aus- und Weiterbildung vielleicht nochmal intensiver und in einer anderen Weise beschäftigen müssen, als wie sie es bis jetzt gemacht haben. Was siehst du da für Trends und ist es zum Beispiel sinnvoll zu sagen, ich stelle jetzt erstmal nur Rohdiamanten ein und bilde die dann in einer Art und Weise weiter, dass sie mir später helfen. Also, dass man die Ansprüche sozusagen bei der Neueinstellung runternimmt, um die Leute dann stärker selber auszubilden. Ist das ein Weg? Also, was macht man in der Aus- und Weiterbildung am besten? Wichtig ist, dass Mitarbeiter ihre eigene Career-Story gestalten können. Wir kennen das alle aus der Vergangenheit. Es gab einmal im Jahr ein Performance-Gespräch oder ein Karrieregespräch. Da hat man sich hingesetzt, hat mit Vorgesetzten besprochen, wie war das letzte Jahr und wie kann das nächste Jahr gestaltet werden. Und oft gab es einen ganz klaren Weg, Karriereweg, man beschreiten könnte oder auch nicht. Es gab aber kein flexibles Gespräch über Möglichkeiten. Das ist insofern eine Herausforderung
für das Thema attraktive Arbeitgeber und Arbeitsplatz der Zukunft, weil Mitarbeiter wollen sich entwickeln und ihre Ziele können sich ändern mit der Zeit und können sich auch ändern mit dem Unternehmen. Das ist eigentlich das Ziel, dass Mitarbeiter mitgenommen werden auf die Reise in die Zukunft. Und Qualifikationen verändern sich auch, Skills verändert sich. Der Arbeitsmarkt verändert sich so schnell, dass konkrete Skills nicht mehr reichen werden für ein gesamtes Arbeitsleben. Digitalisierung spielt da auch eine Rolle. Die technische Voraussetzungen, die notwendig sind am Arbeitsplatz, hat damit auch zu tun. Letztendlich müssen wir flexibler denken, wenn es um Skills geht. World Economic Forum hat einen Artikel rausgebracht neulich. Mehr als 1 Milliarde Menschen müssen reskilled werden aufgrund von technologischen Veränderungen. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet, dass die Skills der Zukunft nicht unbedingt die gleichen sind wie aus der Vergangenheit. Das, was wir gelernt haben in der Schule, an der Uni, in der Ausbildung, das ist nicht das, was uns bis zur Rente tragen wird. Das bedeutet, Agilität wird wichtiger, Resilienz wird wichtiger, Change Readiness wird wichtiger. Die sind alle die Skills der Zukunft. Die Fähigkeiten, die Interesse, sich neue Skills anzueignen, das ist wichtig. Und Unternehmen haben auch eine Chance, diese Notwendigkeit zu unterstützen mit Technologie. Und das machen wir auch bei Workday, indem wir unsere eigene Technologie nutzen. Das nennt sich Talent Marketplace. Und Talent Marketplace ist eine Lösung, die das Ganze wirklich zusammenbringt. Mitarbeiter können sich informieren über Stellen, die offen sind im Unternehmen. Sie können sich über sogenannte Gigs informieren. Gigs sind spontane Projekte, wo sie sich einbringen können. Vielleicht was ganz anderes, als sie in der Vergangenheit gemacht haben. Sie haben die Möglichkeit, mit Hilfe von Workday Learning mehr über bestimmten Bereichen zu erfahren oder wie sie sich weiterqualifizieren können für einen nächsten Schritt. Das ist alles möglich und das ist eigentlich das Prinzip, wenn wir davon sprechen, was können HR-Abteilungen machen, um die Mitarbeiter zu befähigen, zu enablen, die Technologie an der Hand geben, die sie auch nutzen können, um ihr Career-Journey selber zu gestalten, um ihr Mitarbeitererlebnis, nicht ein Starserlebnis, sondern eins, was wirklich agil ist und was sich weiterentwickeln kann und darf. Wenn wir davon ausgehen, am Anfang ist da ein Talent und das Talent interessiert sich für ein Unternehmen und das Unternehmen muss sich in irgendeiner Weise diesem Talent präsentieren. Worauf kommt es dann eigentlich an? Denn all das, was du eben erzählt hast, sind ja erst Dinge, die sich so nach und nach entwickeln. Und wenn ich Pech habe, ist mein Talent dann schon abgesprungen. Also worauf ich hinaus will, ist, was in der Anbahnungsphase und in der Phase, wo ein Kandidat auf mein Unternehmen aufmerksam wird, eigentlich wichtig ist. Nehmen wir ein Beispiel Bewertungsportale wie Kununu und Glassdoor, in denen man sich präsentieren muss. Das ganze Thema Employer Branding. Was sind da die Trends? Worauf kommt es da deiner Ansicht nach an? Ganz wichtiges Trend ist, transparent zu sein zum Thema Kultur. Wofür stehen wir als Unternehmen? Anderer wichtiger Punkt ist wirklich offen zu zeigen, wie ein Day in the Life aussehen kann in einem Unternehmen. Also Unternehmen werden zunehmend offener damit und zeigen auch Career Stories von ihren Mitarbeitern. Was macht ein Mitarbeiter? Welche Rollen haben sie angenommen und wie sehen diese Rollen aus? Das Einblick geben, das ist ganz besonders wichtig. Und vielleicht zu deinem Punkt, was kann ein Unternehmen machen? Das Thema Employee Experience ist unheimlich wichtig. Und Employee Experience, Mitarbeitererfahrung, fängt aus meiner Sicht nicht damit an, wenn jemand anfängt in einem Unternehmen, schon viel früher. Das passiert eigentlich im ersten Austausch, wenn sich jemand bewirbt. Und das geht durch das gesamte Spektrum vom Erlebnis bis zur Einstellung und dann Beförderung und Lifecycle-Events bis zum letzten Tag. Und wichtig ist, dass ein Unternehmen dieses gesamte Thema Employee Experience nicht nur ernst nimmt, sondern auch an eben Unternehmenswerte verknüpft. Und diese Initiativen auch im Austausch mit den Mitarbeitern gestaltet, weil man braucht natürlich eine Struktur und auch Programme und Initiativen, die an tatsächliche Bedürfnisse geknüpft sind. Also das Prinzip von Employee Experience ist wirklich, das anzubieten, was Mitarbeiter brauchen, um ihre beste Arbeit zu leisten. Und die Tools an die Hand zu geben, so dass sie dies tun können.
Und eben das auch machen wir bei Workday. Workday ist zugänglich auf dem Laptop und auch auf dem Handy, also auch on the go verfügbar. Und mit Workday kann man auch Karriereplanung gestalten. Kann man auch schauen, welche Learning-Möglichkeiten gibt es. Man kann auch spontanes Feedback geben und auch bekommen. Also dazu gehört vieles auch Self-Service-Angebote, anstatt immer anfragen zu müssen, jedes Mal, wenn man eine Gehaltsabrechnung braucht oder wenn jemand bestimmte Informationen braucht für die Versicherung, wie wäre es, wenn jemand das direkt in Self-Service machen könnte, unabhängig von Zeit und Ort. Auch das ist möglich mit Workday. Und das nutzen auch unsere Mitarbeiter und wir empfinden das als sehr, sehr starkes Angebot an die Mitarbeiter, um ihr Experience wirklich flexibel zu machen. Du hast vorhin das Thema Karriereplanung angesprochen. Vielleicht kannst du uns nochmal erklären, jemand kommt neu in ein Unternehmen ran, da ist immer die Probezeit und da muss ich irgendwie schon mal so ja vertraut machen mit den Prozessen, mit den Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen und so weiter, mit den Systemen natürlich, das ist alles relativ aufwendig. Ist das schon der Zeitpunkt, wo sich ein Unternehmen, ein Abteilungs- oder Bereichsleiter oder vielleicht auch die Personalabteilung Gedanken machen müssen, wohin sie einen Mitarbeiter entwickeln wollen? Oder ist es viel zu früh und man fängt damit erst nach 1, 2, 3 Jahren an, wenn er sich in seiner Rolle bewährt hat? Der Prozess entwickelt sich. Schon am Anfang gibt es eine erste Idee, wo jemand arbeiten kann, arbeiten möchte. Das fängt schon mal an mit der Einstellung. Sie haben sich für eine bestimmte Stelle beworben, weil sie sich für diese Rolle interessieren, für diesen Bereich. Das kann sich aber entwickeln im Laufe der Zeit, aufgrund von Veränderungen im Unternehmen, aufgrund von verschiedenen Chancen, die sich aufgetan haben, neue Märkte, wo dieses Unternehmen reingeht. Und das ist eben das Prinzip von flexiblen Karrieregesprächen, dass man das nicht nur punktuell einmal im Jahr macht, als starres Ritual, sag ich mal, sondern dass diese Gespräche immer wieder passieren, in kürzeren Abständen und auch flexibel, sodass diese Momente direkt angesprochen werden können. Und auch eben diese Möglichkeit, sich einen Blick zu verschaffen über verschiedene Karrieremöglichkeiten, die Gigs und auch im Austausch zu bleiben mit Kollegen und Kolleginnen aus dem gesamten Unternehmen zu Entwicklungen in der Firma. Was passiert in einem anderen Bereich? Könnte das interessant sein, da mal reinzuschauen? Also eine gewisse Offenheit ist wichtig. Und vielleicht einen anderen Punkt. Es ist unheimlich wichtig, dass Führungskräfte auch diese Offenheit mitbringen und die Talente in ihrer Organisation als Talente für das Unternehmen verstehen. Also nicht nur für meinen Bereich, mein Team, für unsere Ziele als Organisation, Einzelorganisation, sondern was ist für Gesamtunternehmen gut? Ja, und dass sie auch sagen, wenn sich jemand weiterentwickeln möchte, dass sie das begrüßen und dass sie das auch unterstützen. Das ist unheimlich wichtig. Und das passt auch zu dem Punkt, was wir besprochen haben. Wie kann man ein attraktiver Arbeitgeber sein und was ist Talenten wichtig für die Zukunft, eben diese Flexibilität zu haben und zu verstehen. Sie haben eine empathische, authentische Führungskraft, der auch unterstützt in diesen Momenten und einen Karriereweg mittelfristig und langfristig mitgestalten möchte. Kimberly, ich nenne dir jetzt einfach mal ein paar Maßnahmen und du sagst mir, ob die geeignet sind, um Mitarbeitende zu binden und zu halten. Und du sagst es mir auf einer Skala von 1, absolut nicht geeignet, bis 10, sehr geeignet. Fangen wir mal an. Also Kimberly, wie sieht's denn aus mit den hohen Gehältern? Spontan würde ich 5 sagen. Letztendlich sind Gehälter wichtig, aber das ist nicht alles. Wie gesagt, die letzten 2 Jahre waren unheimlich herausfordernd und Menschen suchen Entwicklung. Sie suchen Wertschätzung, sie suchen Inklusion, sie suchen funktionierende Kommunikation. Sie möchten eine Klarheit über die Relevanz ihrer Arbeit und sie wollen auch interpersönliche Verbindungen und den Austausch mit ihren Kollegen, dem Manager. Wenn das fehlt, dann können die Gehälter noch so hoch sein. Es gibt keine Möglichkeit, diese Mitarbeiter langfristig ans Unternehmen zu binden. Also das sieht es mit den Benefits, die die Firmen geben, ähnlich aus, wenn es da zum Beispiel darum geht, ein Trainingsding, welche Note oder welche Zahl gibst du Benefits? Ähnlich, 5, aber nicht, weil ich sage, Benefits sind nicht wichtig, ganz im Gegenteil, sie sind unheimlich wichtig. Aber auch da gilt, die Benefits
Die Zusatzleistungen müssen passen zu den Bedürfnissen der Mitarbeiter. Sind sie wirklich Zusatzleistungen, die die Mitarbeiter weiterhelfen? Oder sind sie einfach, geht es darum, ein Obstkorb in der Kaffeeecke zu stellen und zu sagen, hier, wir bieten gesundes Essen. Also ich finde, ohne eine klare Verbindung zu Unternehmenswerte und eine klare Verbindung zu den tatsächlichen Bedürfnissen eines Mitarbeiters. Und das findet man nur heraus, wenn ein gezielter Austausch zu dem Thema stattfindet, dann bringt es nichts. Okay, dann machen wir mal weiter und ich frage dich, wie ist es mit dem Produkt, ein gutes Produkt? Ich denke jetzt gerade so an Tesla oder Apple oder so, also so Marken, die auch wirklich was hermachen. Wie wichtig ist das Produkt, an dem man arbeitet? Es ist unheimlich wichtig, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin sich mit dem Produkt identifizieren kann. Das bedeutet für mich, dass sie verstehen, was das Produkt macht und sehen auch einen Wert für ihr Markt da. Mhm. Also dass sie das auch verinnerlicht haben. Okay, und auf der Skala von 1 bis 10? Ja, ich würde sagen 8. Ah ja, Gut, jetzt kommen wir zu einem Klassiker, die Aufstiegschancen. Also man redet ja viel von flachen Hierarchien und so weiter und mein Eindruck ist, dass diese Aufstiegsthematik, Verantwortung neuer Titel und so weiter, Führungsverantwortung, dass das ein bisschen runtergespielt wird. Wie wichtig sind die Aufstiegschancen aus deiner Sicht? Auch die Note bitte. Das ist sehr individuell. Für manche ist es 10, für manche ist es 1. Ich sag dir warum. Nicht jeder möchte eine Karriere, wo es ständig aufwärts geht. Und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, eine Karriere zu gestalten. Glücklicherweise. Also es gab traditionell für ganz vielen Jahren gab es nur diese Möglichkeit, entweder Führungsverantwortung zu übernehmen, also disziplinarische Führungsverantwortung, oder auf der Stelle zu bleiben. Mittlerweile gibt es Projektkarrieren, es gibt Expertenkarrieren, wo man als Single Contributor bleibt, aber sehr Senior ist und einen starken Beitrag zu der Strategie leistet. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht auch ein Punkt dazu. Letztendlich sprechen wir von einem starken Wandel im Erwerbsleben oder überhaupt zu dem Thema Karriere und wie ein Karriereleben gestaltet wird. Wir werden älter. Wir werden glücklicherweise länger leben aus ganz unterschiedlichen Gründen, unter anderem Fortschritte im medizinischen Bereich etc., gesundes Leben. Weil wir länger leben werden, müssen wir auch länger arbeiten, um diese Zeit gut zu überbrücken. Ja? Und was bedeutet das für unser Leben? Das bedeutet, dass wir nicht unter Umständen 30, 40, 50 Jahre am Stück arbeiten werden. Wir werden Pausen machen, wir werden Sabbaticals machen, Menschen werden Breaks machen, um Angehörige zu pflegen oder eine Familie zu gründen. Sie werden gewollt oder ungewollt Upskilling oder Reskilling machen, geplant oder ungeplant. Sie werden immer wieder neue Phasen erleben. Und das ist auch unheimlich wichtig, wenn wir darüber sprechen, was ist ein attraktiver Arbeitgeber, dass diese Möglichkeiten auch angeboten werden. Und zu deinem Punkt, wie wichtig ist das, Aufstiegschancen anzubieten? Ist es wichtig für manche Mitarbeiter, aber für manche Mitarbeiter ist es wichtig, eine andere Karriere zu haben. Und für einen attraktiven Arbeitgeber, zu einem attraktiven Arbeitgeber gehört es dazu, aus meiner Sicht, dass sie diese Option auch anbieten. Ist das so ein bisschen ein Tabuthema, dass man Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht keine Aufstiegsambitionen haben, so ein bisschen geringer schätzt im Unternehmen? Das Gute ist, dass es mittlerweile sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, ein Erwerbsleben zu definieren. Und die Frage ist nur, wie will man selbst das Erwerbsleben gestalten? Okay, ich habe noch 3 Themen. Eins ist persönliche Freiheit im Zusammenhang mit Hybrid Work. Ich hatte ja ein bisschen das Gefühl, dass ganz viele Beschäftigte in den Unternehmen sich so ein bisschen von der Leine gelassen fühlen durch diese ganze Situation Homeoffice, Remote Work und das auch genießen. Also wie wichtig ist die persönliche Freiheit? Die persönliche Freiheit ist unheimlich wichtig. 10. Also ich frage deswegen auch, weil ja sogar Unternehmen wie Google, Apple und so weiter sagen, okay, ihr müsst wieder rein ins Büro, wir können so nicht weitermachen, funktioniert nicht mehr. Also da deutet sich ja so ein Konflikt auch an zwischen diesem, ihr müsst anwesend sein im Unternehmen. Viele empfinden das ja inzwischen schon so, als wenn sie irgendwie
gedrängt würden, gegen ihren Willen irgendwo im Büro zu sitzen. Ist das jetzt ein Thema, was mit der Wiedereröffnung der Büros auf uns zukommt? Ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die sehr spannend ist. Vor der Pandemie war das gar nicht so das Thema, weil viele Unternehmen haben sich nicht die Frage gestellt, ob viele oder vielleicht alle eine gewisse Zeit remote arbeiten müssen. Das konnten viele austesten, also zumindest die remote arbeiten könnten in ihren Rollen. Und so eine Arbeitsweise bietet eine gewisse Flexibilität, worauf sich manche nicht mehr verzichten möchte. Wichtig ist auf jeden Fall, dass also überall, wo es um eine Veränderung geht oder ein Rückkehr zu einem bestimmten Working Style, dass kontinuierlich mit den Mitarbeitern gesprochen wird, zu fragen, wie sehen sie das? Und da sind wir bei einem wichtigen Punkt, das Thema kontinuierliches Zuhören. Also dass ein Unternehmen diese Kultur hat, regelmäßig und auch empathisch zuzuhören, sodass sie wissen, wie es den Mitarbeitern geht. Wir hatten es von der Pandemie und diese 2 Jahren, die unheimlich herausfordernd waren. Jeder Mitarbeiter, jeder Mensch hat diese Zeit ganz anders erlebt. Und wir können nicht davon ausgehen, dass jeder Mitarbeiter ein ähnliches Bedürfnis hat. Zusätzlich dazu, wir können auch nicht davon ausgehen, dass ihre Bedürfnisse vor 2 Jahren die gleichen sind wie jetzt. Wenn wir überlegen, wie sind Employee Surveys gestaltet? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Employee Surveys zu gestalten und zuhören. Und ich sag mal, in der Vergangenheit war es oft so, dass es einmal im Jahr für Unternehmen, es gab einmal im Jahr ein großes Survey, eine große Umfrage. Die Ergebnisse sind ausgewertet worden und dann gab es Handlungsfelder, die definiert worden sind. Die Herausforderung bei einmal im Jahr Fragen ist, dass die Ergebnisse schon veraltet sind, bevor man die Möglichkeit hat, diese Handlungsfelder überhaupt zu definieren. Und was wir machen bei Workday ist, wirklich jeden Freitag 5 Fragen zu stellen. Das bedeutet, jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit, sich zu äußern über ihre Arbeitsumgebung und über die Dinge, die denen wichtig sind. Und die Manager haben auch die Möglichkeit, dieses Feedback zu erhalten auf einem Dashboard, anonymisiert. Also die Mitarbeiter haben die Möglichkeit, dieses Feedback anonym abzugeben. Und aus diesen Ergebnissen, dieses Input, können die Manager Handlungsfelder und Trends erkennen. Okay, ich habe noch 2 Themen. Eins haben wir aber schon lang und breit besprochen. Kultur, ja. Werte, Purpose. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir uns da irgendwo auf der Skala bei der 10 bewegen, oder? Absolut. Ohne Kultur funktioniert nichts. Vielleicht ein Punkt zu Kultur. Kultur kann nicht gefälscht werden. Unternehmenswerte sind unheimlich wichtig. Sie können nicht gefälscht werden. Wenn Mitarbeiter oder wenn Bewerber das Gefühl bekommen, dass es nicht authentisch ist, dass Botschaften nicht wirklich glaubhaft sind oder nicht gelebt werden, dann auch da werden sie nicht längerfristig als attraktive Arbeitgeber gesehen werden. Okay, Werte irgendwo aufzuschreiben und in einem Ordner in irgendein Regal zu packen oder digital vorzuhalten, das kennen wir alle. Die Frage ist ja, wie lebt man eigentlich Werte? Richtig, richtig. Und hast du da einen Tipp? Ja, ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Die Werte müssen wirklich eine Grundlage haben in dem Unternehmen. Und wie die Menschen miteinander umgehen, das spürt man. Das spürt man in dem Moment, wo jemand reinkommt als Bewerber. Das spürt man im Umgang miteinander. Das spürt man und das merkt man in Momenten, wo es Herausforderungen gibt und wo vielleicht schwierige Themen besprochen werden müssen. Es gibt ganz viele Momente, wo das klar ist. Ein Unternehmen hat die Möglichkeit und aus meiner Sicht auch die Verpflichtung, von ganz oben diese Botschaften nach außen zu tragen. Von den Gründern beispielsweise oder von dem C-Suite. Also sie sind die Botschafter nach außen von dem Unternehmen und sie sind auch das Gesicht von den Unternehmenswerten. Damit kommen wir zum letzten Punkt und das hast du fast schon vorweggenommen. Wir reden hier über Maßnahmen, die geeignet sind, um Mitarbeitende zu binden und zu halten. Wie ist es mit der guten Führungsarbeit? Gute Führungsarbeit ist unheimlich wichtig. Ich sage 10. Gute Führungsarbeit bedeutet letztendlich
gut zuzuhören, auch die Mitarbeiter auch mitzunehmen. Also nicht vorzugeben, was die Mitarbeiter zu tun haben, sondern wirklich zuhört, was brauchen die Mitarbeiter, wo haben sie Hindernisse und Herausforderungen, ihre beste Arbeit zu leisten und wie können sie unterstützt werden. Und auch, wie gesagt, irgendwann zu sagen, das, was sie gelernt haben in einem bestimmten Bereich, sie sind an einem Punkt, wo sie zum nächsten Schritt gehen wollen und das nicht als Bedrohung für das Team sehen, sondern als eine willkommene und ganz natürliche Entwicklung. Mhm. Vielen Dank, Kimberly. Vielleicht zum Abschluss noch deine Einschätzung. Wo stehen die Unternehmen heute? Haben sie erkannt, wie wichtig das ganze Thema Talentmanagement wirklich ist, um in diesem Wettbewerb um Talente erfolgreich zu sein? Oder stehen wir noch am Anfang? Manche ja, manche noch nicht so sehr. Also bei manchen fehlt noch der Drang zu Veränderung. Die Geschwindigkeit des Wandels wird dies aber irgendwann zur Notwendigkeit machen. Und letztendlich bei Talentmanagement geht es darum, die Mitarbeiter und das Unternehmen für die Zukunft vorzubereiten. Das ist ein Investment in Talent. Das ist nicht weniger als ein Investment für das Bestehen eines Unternehmens. Das ist Nachhaltigkeit im reinsten Form. Und um das zusammenzufassen, ein Investment in Talentmanagement ist die Entscheidung, die Mitarbeiter mitzunehmen in die Zukunft und gemeinsam was zu entwickeln. Unternehmen, die Talentmanagement wirklich gut machen, haben ein paar Punkte gemeinsam. Erstens, sie entwickeln ihre Talentmanagement-Strategien anhand von ihren Unternehmensstrategie und sie kommunizieren das auch bewusst, welche Skills sie brauchen. Und zweitens, sie gestalten ihr Talentmanagement auf inklusive Art. Und das heißt, jeder wird mitgenommen und kann für sich sehen, welche Entwicklungschancen es gibt und wie sie da hinkommen können. Und drittens, sie nutzen Technologien, um ihr Talentmanagement-Angebot wirklich zugänglich und verfügbar zu machen. Und dazu gehören On-Demand-Angebote und Self-Service-Learnings. Wenn man jetzt die Geschwindigkeit dann auch mal erhöhen wollte, könnten da Daten oder auch künstliche Intelligenz ein Hilfsmittel sein, um da vielleicht schneller voranzukommen? Also Daten sind wichtig, um Einblicke in das Unternehmen zu bekommen und wirklich erkennen zu können, wo es Handlungsfelder gibt. Und vor allem ist es wichtig, dass die Daten bereichsübergreifend sind und bereichsübergreifend verfügbar sind, dass Menschen nicht in einzelnen Abteilungen die Daten abfragen müssen, um sie dann manuell zusammenzustellen. Und mit integrierten Daten, so wie das mit Workday möglich ist, kann man Einsichten über Personalthemen bekommen, die mit dann Daten aus den Finanz- und anderen Bereichen einen umfassenden Blick in das Unternehmen geben. Und gerade im Mittelstand können Unternehmen von der Investition in Talentmanagement-Technologien profitieren. Sie haben in manchen Fällen nicht so einen großen HR-Abteilung, so wie in einem größeren Unternehmen und können mit Einsatz von diesen Technologien viele Einsichten sehr schnell und sehr einfach erhalten. Und somit können sie besser auf Veränderungen eingehen, weil sie Echtzeitdaten erhalten dann zu ihrem Unternehmensgeschehen. Vielen Dank, Kimberly Maucher-Lynch von der Firma Workday. Du hast ja eigentlich unser Fazit jetzt schon gezogen. Ich darf mich an dieser Stelle bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken. Würde mich freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren würden. Und wenn Sie uns eine Mitteilung schicken wollen, gerne an podcast@idg.de. Besten Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.